Liebe Schwestern und Brüder, am Anfang dieses neuen Jahres gleich eine Berufungsgeschichte. Johannes steht am Jordan und tauft. Und als Jesus vorbeigeht, da weist Johannes seine beiden Jünger auf ihn hin. Er ist eben der Vorläufer, der Wegbereiter. Er ist der, der den anderen sagt, dieser soll wachsen, ich aber muss geringer werden. Die Jünger, aufmerksam geworden, interessieren sich für Jesus. Sie gehen hinter ihm her. Als Jesus das wahrnimmt und er sie fragt, was wollt ihr? Da reagieren sie ein bisschen wie Ertappte. Sie geben eine verlegene Antwort. Meister, wo wohnst du? Klar, eigentlich wollen sie keine Adresse haben. Sie wollen keine Hausnummer oder irgendetwas. Sie wollen wissen, wer das ist. Sie wollen etwas von ihm erkennen und verstehen lernen. Und genau dazu lädt Jesus sie ein. Kommt und seht. Und sie gehen mit ihm und sehen, wo er wohnt. Ja, die Wohnung eines Menschen verrät manchmal eine ganze Menge über den, der da lebt. Ist ihnen vielleicht auch schon so gegangen, da sind sie in ein Haus gekommen und da erschloss sich ihnen eine ganze Menge von der Persönlichkeit des Menschen, der da zu Hause ist. Irgendwie muss das bei den Jüngern auch so gewesen sein. Sie fühlen sich eingeladen und sie bleiben den ganzen Tag bei Jesus. Und später können sie sich genau daran erinnern. Jahrzehnte später wissen sie noch, das war um die 10. Stunde. Also nach unserer Zeitrechnung 4 Uhr nachmittags. Und zumindest von einem wissen wir, dass dieser Tag eine Zündung in seinem Leben ausgelöst hat. Von Andreas, den die Ostkirche gerne den Erstberufenen nennt. Er war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und mit Jesus gegangen waren. Ja, und der holt jetzt seinen Bruder in diese neue Gemeinschaft hinein. Und er sagt ihm, wir haben den Messias gefunden, den, auf den unser Volk seit langem wartet, den, der für uns Heil und Rettung bedeutet. Petrus lässt sich ansprechen. Er geht mit zu Jesus. Und Jesus gibt ihm diesen neuen Namen, Fels, Kephas, den Namen, der etwas über seine spätere Funktion für die Gemeinschaft der Kirche aussagen soll.